andererseits, dass verschiedene Studiengänge wegen akuter Unterversorgung nahezu unstudierbar sind, beziehungsweise nur noch eine minimale Grundversorgung von Lehrern beinhalten. Demokratische Strukturen in Bildungsinstitutionen. Vor allem die überwältigende Beteiligung an der Unterschriftenliste gegen den Bau des Hotels und andere Formen des Protests haben uns gezeigt, dass das Interesse an demokratischer Mitbestimmung in der Studierendenschaft stark vorhanden ist, als dies an unserer Universität zurzeit möglich ist. Wir fordern deshalb mehr Raum und Zeit für studentische Mitbestimmung und wünschen uns in diesem Kontext ein neues basisdemokratisches System der studentischen Mitbestimmung an allen Universitäten. Unsere Forderungen können nicht stehen bleiben. Lernen und Lehren innerhalb der etablierten Institutionen zu verbessern. Wir fordern ein breites Überdenken und die Veränderung von Bildungsstrukturen und den damit verbundenen gesellschaftlichen Problematiken. Der Wert von Bildung darf nicht an ihrem Nutzen für wirtschaftliche Profite gemessen werden. Verwertungslogik raus aus der Bildung.